Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Live in the Woods. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich mal los in der nächsten Folge und schauen mal, was wir heute so anstellen können. Ich überlege gerade noch mal ein bisschen auf Farming Tour zu gehen. Also gerade so was Bäume angeht. Bäume, Farben sind Zeug. Also Holz brauche ich auf jeden Fall noch einiges. Und da die Bäume hier etwas länger brauchen zu wachsen, muss ich noch mal etwas weiter entfernt schauen. Ich dachte, ich hätte hier Waypoint Wild. Wald. Was hab ich doch? Ich hatte doch einen gehabt. Da habe ich mich doch nicht getäuscht. Ich erinnere mich nämlich doch vage, dass ich immer mal Walter Vape hingesetzt habe. Extra. Und ja, da gehen wir auch gleich mal hin. Bei Holz brauche ich so und so noch jede Menge. Dann nehme ich gleich mal hier die Gummibäume. Die Gummibäume sind ja auch nicht wirklich schlecht. Aber auch eine sehr schöne Holzfarbe, finde ich. Also mir gefällt sie zumindest, was das angeht, von der Holzfarbe. Damit kann man schon arbeiten. Wir sehen dann auch schöne Setzlinge mitnehmen. Weil ich die mir dann auch gleich da hinten anpflanzen werde. Bei meinem Dorf. Dass ich solche Bäume gleich in meiner Nähe habe, wenn ich sie brauche. Dann wäre es nämlich praktisch, wenn ich die guten Setzlinge hier mitnehme. Das nehme ich auch gleich mal mit. Es müssen ja nicht gleich tausende Setzlinge sein, aber zumindest ein paar. Dass ich zumindest ein bisschen was anpflanzen kann an solchen Bäumen. Und ja, ich habe jetzt auch schon mal zwischen der letzten Folge und der Folge, die ich ja hier alle in Anschluss aufnehme, weil ich gerade so eine kleine Minecraft-Session mache, habe ich auch mal heimlich an meinen Schutzwall weitergebaut. Ich habe gedacht, komm, mach es mal noch schnell nebenbei. So, dass ich euch nicht damit langweile in der Folge. Ich habe es einfach mal heimlich zwischen den zwei Folgen jetzt gemacht. In einer kleinen Mini-Pause. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber ich wollte euch wenigstens mal ein bisschen verschonen. Und ja. Aber ich denke mal, ihr nehmt mir das nicht übel. Was habe ich denn hier noch? Okay. Also einiges, was man nicht braucht. Ach, nehme ich mit. Das nehme ich auch alles mit. Okay. Alles Tropenholz, alles. Okay. Na gut, ich lasse das Haus einfach mal so stehen, wie es ist. Und werde mich mal wieder zurückbegeben in Richtung Dorf. Hörensetzling. Ach, nehmen wir einfach mal mit. Also was es hier so gibt, nehme ich mal mit.
Und ich glaube, das kann ich dort hinten bei meinem Hauptdorf eher gebrauchen als hier bei meinem einzelnen Haus, was hier steht. Ich glaube, da bringt es nicht gerade viel. Und nach da drüben muss ich mir mal irgendwie ordentlich einen Weg bauen, dass ich ja immer nicht rüberkomme zum Dorf. Ich brauche vielleicht auch noch irgendwie so einen unterirdischen Gang. Irgendwas wird mir da schon einfallen. So ist es ja nicht, dass ich total ohne Einfall bin. Einfallsreichtum sozusagen. So. Dann müsste ich auch die noch mal wegnehmen. Theoretisch. Wie wird denn das aussehen, wenn man es verarbeitet? So, okay. Nee, da lasse ich so, wie es ist. Muss schauen, dass ich nicht so weit baue. Aber möchte ich zumindest. Na gut, es passt eh. Gut, Glück gehabt, was das angeht. So. Gut. Mal zwei. Also hier Erde, hier Erde. Wasser, 1, 2. Geht sogar auf. 1, 2. Erde. Also Wasser. Halt. Da muss hier die Erde weg. So, dann lasse ich mal die Erde, die ich habe, hier rein. Die wird nicht ganz reichen. Aber ist erstmal egal. Ich habe erstmal grob hier das Beet. Sehr gut. Und den hier hauen wir auf die Fresse hier, den Wichser. Solche Schweine brauche ich ja nicht, die Hausfriedensbruch machen. Die kriegen auch nicht aus dem Maul. So, okay. Jetzt könnte ich noch Erde gebrauchen. Die ich jetzt nicht mehr habe wahrscheinlich. Okay, dachte ich mir, dass ich das nicht mehr habe, aber es ist erstmal nicht so schlimm. Ich habe wenigstens schon mal so den Anfang des Beats. Wie viel Erde brauche ich denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mal Erde. Okay, Körper vielleicht hier mit dem 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So. Gut, hab sogar einen mehr. Sehr schön. Auswendig, aber egal. Machen wir so. Da haben wir es gut verwertet. Aber einmal hatte ich jetzt keine, gell? Aber ich kann mit dem Zeug keine bauen, oder? Natürlich nicht. Gut, das funktioniert nicht, leider. Also muss ich irgendwo Eisenerz finden. So dass ich mir einmal bauen kann. Na gut, muss ich schauen, wie ich das mache. Kommen denn die immer her, verdammte Scheiße? Die gehen mal auf den Sack hier, die Schwuchteln. Warum ich immer, wo die herkommen? Einfach gespawnt sind die. Sind einfach gespawnt. So, auf hier nix, da nix. Auch immer lässt sich einfach spawnen und da ist gar nichts.
Es ist ja noch Tag. Also wie können die spawnen, frage ich mich. Warum ist das hier offen? Frage ich mich. Hat das Spiel irgendwelche Bug-Probleme oder irgendwas, dass es irgendwelche Sachen macht, die ich gar nicht genehmigt habe? Naja, egal, was soll's. Jetzt gehen wir mal schlafen. Ich werde mich jetzt wieder von der Folge verabschieden. Hoffe, dass ihr viel Spaß hattet beim Zuschauen und wieder treu gewogen bleibt und beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Minecraft mit und von eurem Darth Steffel zockt. Und ja, schaut auch gerne bei meinen anderen Projekten vorbei, wenn ihr das gerne möchtet. Ansonsten bis nächste Woche, Dienstag, zur nächsten Folge Let's Play Minecraft Live in the Woods. Euer Darth Steffel zockt, sagt nun auf Wiedersehen und möge die Macht mit euch sein.